Was geht, beautiful party people? Herzlich willkommen zu Part, ich weiß es nicht mehr, Witcher 3. Ich glaube Part 5 müsste es sein. Wir machen weiter mit Cirella oder als Cirella. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Und ich will gar nicht großartig viel rumschnacken und sagen, starten wir rein, legen wir los. Ciri ist auch schon ganz hibbelig. Ich will vorankommen. Bringt es eigentlich was mit ihr zu looten? Nicht, oder? Ist halt die Frage, spiele ich sie jetzt öfter oder warum spiele ich sie? Wölfe, Wölfe. Oha! Oha! Das ist ja voll der Motherfucker. Wer ist schon Geralt? Also ich meine, sie macht wenig Damage, aber... Kann ich mit dir nichts machen? Stirb, Wolf! Ey, die ist doch schon erwachsen, oder? Also das ist definitiv kein Kind mehr. Kannst wieder runterkommen. Das ist ein Kind. Hallo. Hast du dich verirrt? Bist du verwirrt? Und du? Niemals. Naja, ich verirre mich nie. Ich verirre mich nie. Wenn das stimmt, was machst du dann alleine so tief im Wald? Nach verirrten Mädchen suchen. Was ist dir denn passiert? Das ist gar nichts. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Oh. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Oh. Ein Assi. Erinnere mich so ein bisschen an Hänsel und Gretel hier. Wölfe! Wölfe! Dün. Der Loser. Ah, pariert. Hey. Harry. Ich will trotzdem den Loot haben. Oh, massakriert.
von einem etwas mit enormen Klauen. Ich glaube, das ist der Wolfskönig. Muss ich lang hier? Schau mal, da ist etwas. Da war etwas. Oh, das ist bestimmt ihr Papa. Hier. Geh nicht weiter. Aber nichts, aber bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Ja, das sehe ich auch. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Wie kommst du drauf? Liegt es vielleicht daran, dass der halbe Körper fehlt? Oh. Brust zerschmettert. Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Lero. Hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Genau. Was ist das? Wie sie rumgestampft hat. Wie Jenny, wenn sie Kuchen will. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Das war ein Hai. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Passen wir zusammen. König gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Dann töten wir ihn. Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig? Wolfsbarn? Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Oh. Au. Oh Mann, ey. Greif's doch mal an. Schau dich um, ihr kleinen Scheißviecher. Upsi. Das ist halt echt gut, dass man das nicht sieht, dass einer von hinten angreift. Mistviecher, ey. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Die hast du aber zugerichtet. Ja. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann.
dachte, sie ist so mächtig und ich habe nicht eine Fähigkeit mit ihr. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder. Manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Oder auch nicht. Tot. Aber ein Schwein. Ja, ist ja gut jetzt. Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Ja, ich würde auch immer das Kind voran schicken. Ich meine, die Eltern haben es ja eh zum Sterben zurückgelassen, von daher. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Jetzt habe ich Angst. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Was sagt das Kind da oben? Ja, kann ich dich mal markieren? Hab doch geblockt. Ich hab wieder geblockt. Also, was? Das war's mit dem Wolfskönig. Habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren. Die Kleine. Nicht so viel. Keine Glück. Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Auf zum Herrn. Wer ist der Herr? Aber einen guten Zug drauf. Ah. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Upsi. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Okidoki. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das
erzähle ich dir ein andermal. Genau. Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam, was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Genau. Nein, du erzählst es mir jetzt. Los. Genau. Diese Schärfe. Hüte deine Zunge, Hexer. Wir sollten uns doch einigen, oder nicht? Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. War ja klar. Gut. Ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Mit der Zahnlücke kann er noch gut pfeifen. Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich muss erst mal wissen, wie sie aussehen. Tamara, meine Tochter, ist im Frühling 19 geworden. Schlankes Mädchen, reicht mir bis an die Schultern. Schöne Augen, grün wie die ihrer Mutter. Meine Frau Anna hat 40 Winter gesehen, was sie nie zugeben würde. Dunkles Haar, dick wie Teer. Sie trägt es als Knoten. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Wählen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut, aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Ja, beweg deinen dicken Wanst. Los. Abracadabra. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Ich nehme nur ein bisschen Loot. Aha, eine Bon. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Oh, hallo.
Sie braucht das nicht mehr. Sie sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Ah, wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Finden wir heraus. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es? Ich glaube, er hofft es. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Okay. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Du hältst jetzt deine Klappe da. Man kann ja hier trotzdem mal kurz looten in dem Zimmer, ne? Schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Oh. Sonst irgendwas? Okay. Ja. Loot. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Das frage ich mich auch. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Oh. Irgendwas mit Tanga. Der hat sich gerade eine Nase gezogen. Hol den Sonderling raus. Ich glaube, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. Ganz genau. Hui. Ich mag den Raum hier. Aha. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Ein Gebet. Strafe mein Vater. Ich bestrafe ihn. Indem ich mir sein Loot nehme. Loot. Oh.
Guten Morgen. Sorry, du mal. Ich will ja jetzt hier nicht klauen, ne? Arr. Alles meins. Noch mehr meins. Meins, 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 meins. Da will ich gar nicht rein. So. Na, Suche beendet? Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Das, Triss? Also, ein großer Kunsthandwerker bist du nicht, oder? Probier du doch mal, wie gut du mit Holz und Stoffhetzen ein Frauenabbild hinkriegst. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Erwelys? Oh, verdammt, ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Der alte Ziegenfigur. Der Weideler. Hört sich sehr nach Ausweiden an. Geh zur Seite, Dicker. Ups. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Ist hier ein Händler oder so? Kleiner Pisser. Der ist da drin schon eine beschissene Stunde zugange. Der muss ja ein dickes Ei legen. Was? Verschwende nicht deine Zeit. Wir waren in den letzten Tagen alle mal in den Büschen.
Ich will da reingucken. Ich hab's nicht mit eigenen Augen gesehen, aber sie sagen, er hätte ihn am Kragen gepackt und ich hab's nicht mit voll aufs Maul gesehen, aber sie sagen, er hätte ihn am Kragen gepackt und ich wünsche euch die Puppen voll aufs Maul. So ein Käse. Okay. Geh mal zu. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Ja, schon. Wir haben einiges gesammelt. Oh, ich kann mit dem Gewinn spielen. Zeig mir, was du hast. Eine blaue Armbrust. Oh, Hexerausrüstung, das hört sich doch gut an. Oh, hallo. Ich hoffe, ich kann das alles so verkaufen, wie ich das gerade auch mache. Ich behalte den Rest mal. Spielen wir Gwind. Haha. Hier, ich setze wieder einen Zehner. Kriegst dein Geld wieder zurück. Oh, cool. Ich will mal hier was raus tun. Das hier. Das hier. Das reicht mir auch einmal. Diese Musik gut. Dich will kein Schwein. Dich will kein Schwein. Du bringst mir nichts. Ah doch, ich hab dich zweimal, warte. Von denen können die noch ein paar gebrauchen. Das wäre cool. Und den richtigen König habe ich jetzt auch drin, ne? Kann ich nämlich schön wieder auf Belagerungsmaschinen gehen. Tun wir dich mal raus. Dich tue ich auch mal raus. Danke. Ist ja ganz schlauer. Ich lass dich mal spielen noch. Ja, jetzt mach er mal. Wo
Wow, du hast 2 Karten mehr als ich. Du bist ja voll der Profi, ey. Okay. Gut gepasst, junger Mann. Na super. Interessiert mich mal was. Was, wenn ich den jetzt spiele und dann die Finte? Bleibt dann die plus 1? Nein! Ich bin so ein Hirni, ey. Scheiße. Ach, egal. Du hast verloren, mein Freund. Dö. Alles Anfänger hier. Easy. 20 Kronen erhalten. Hat er mir auch eine Karte gegeben? Oh, Gorgo erhalten. Können Sie mir mal in die Kommentare schreiben? Komme ich öfter? Ja, schon wieder. Kann ich öfter Karten? Oder nur einmal, wenn ich mit den... Oh, mit dem kann ich auch spielen. Cool. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben. Die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant.
Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Gut zu wissen. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Warte. Wie kann ich... Was verkaufst du denn? Ich würde mir gerne dein So reich bin ich nicht, um bei dir zu shoppen, aber... Warte mal, ich kann doch hier den ganzen Mist verkaufen. Das passt auch so. Spielen wir mal mit dem Zwerg. Hier, wir spielen immer nur um 10. Ein paar Partien Gwind spielen. Das würde mir gut tun. Was war denn jetzt die neue Karte, die ich bekommen habe? Ich habe doch eine Bogenkarte. Ist das für ein anderes Deck? Kann das sein? Sehr gut. Und ja, natürlich. Ich hätte die vielleicht noch wegtun sollen. What the f... Bitte? Alter! Okay, sorry, du Model, ey. Du kleine Ratte, du. Super, ich kann ja nur sie zurückholen. Warum?
Hier, das kann ich auch. Und jetzt? So ein Trottel, ey. Er hat nur noch eine Karte, ne? Hier kriegst 5 Punkte von mir. Anna. Du Loser. Jetzt schau an, wie ich dich zerstöre, du Loser. So, zack. 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 Und jetzt papau. So. Zerstört. Easy. Für meine 20 Kronen. Und eine neue Karte. Zwergenscharmützler. Auf geht's, Plätze. Lauf, Plätze. Bewegst du dich mal, Plätze? Dankeschön. Oh, warte, wir brauchen einen Händler. Kaufst du auch Karten? Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder. Gib mal. Oh, mit dem kann ich auch spielen. Cool. Zeig mir deine Waren. Sonst hast du nichts Interessantes, oder? Hm, Kirschlikör. Alraunenlikör. So, dann zieh ich dich jetzt auch nochmal ab. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. So, was habe ich denn hier Neues? Nichts? Dankeschön. Nochmal, Dankeschön. Was ist das für eine Fähigkeit? Da stand irgendwie nichts. Bist doch ein Bastard. Nee, 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 du. Dich kriege ich auch so.
Du bist doch eine kleine Drecksratte bist du, aber kein Problem. Dich fick ich noch. Noch zwei, ne? Shit. Ja, dann spielen wir den. Danke. Und jetzt zerstöre ich dich, mein Freund. Ich mir den zurück und hol mir noch eine Karte ins Deck oder ja komm, machen wir erstmal so. Lecker. Du kleine Drecksratte, du hässliche, stinkende, hoffentlich hast du schönes Wetter. Jetzt hole ich mir lieber mal die Brüder hier. Oder den hier, der gibt dann auch plus 1. Ne? Und wenn ich dann verdoppel, dann sind die sind dann auf 2. Und dann verdopple ich auf 4. Das müsste trotzdem reichen, oder? Was meint ihr? Den da auf 16 gehen? Oder hier auf... Nee. Machen wir mal so. Okay. Sie spielt 2, 4, 6. Ich höre mir den anderen, sind 8, das sind 20. Mal 2. Sollte reichen. Oder ich mach. Nee. Das ist ein bisschen too risky. Machen wir so. So kriege ich, glaube ich, mehr Punkte zusammen. 2. Was sind das jetzt? 2, 4, 6, 8, 10 mal 2. Ja klar. Hallo. Ich habe nie an mir gezweifelt. Gib mir meine Kohle. Du kleine Ratte, du. Oh, Plötze. Plötze? Bewegen Sie sich mal her, guter Mann. Ich stehe gleich in den Arsch. Alter, dieses Pferd, echt, in diesem Spiel, das ist ja der Wahnsinn. Ich dachte ja, Torrent in Elden Ring ist schlimm, aber... Plötze ist auch nicht gut. Hallo, kannst du mal bitte der Straße folgen? Schneller. Holy Schnitt. Woher hast du irgendwie eine Katze? Fängst du auch Mäuse? Fang deine Mom. So. Ab weiter die schöne Welt erkunden.
Blut. Alle auspeitschen. Beine vom Arsch reißen. Mein guter Junge. Hilf einem alten, schwachen Weib. Ja, mache ich, altes, schwaches Weib. Die Pocken sollen sie holen. Den Schrein von Werner, der Gnadenreichen, entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden. Sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Ich glaube, das sind sie schon. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Detective Geralt. Ja, die ist überhaupt nicht räudig, die Statue, ne? Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Schlimm aus. Lauf, Plätze! Los, Plätze! Gib Gummiplätze. Das ist ein Schmied. Warte mal, schauen wir mal, was. Weiter so, Plätze. Was gibt's denn hier beim Schmied? Bitte, meine Herren. Schnell wie der Blitz. Flink wie ein Furz. Auf geht's. Flink wie ein Furz. Als ob der jetzt im Haus ist. Du bist doch ein stinkender. Ich kann nicht an zwei Orten gleich versuchen, sie alle zu gewinnen. Aber das schaffst du nicht. Vielleicht ein Fremder mutig genug? Nicht zu den Männern vom Baron, oder? Guten Tag. Nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich. Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Was meinst du? Oh, Mike Tyson. Wie lauten die Regeln? Es wird hauptsächlich mit den Fäusten gekämpft. Aber ein gelegentlicher Tritt in die Eier wirft auch keine Fragen auf. Besiege Jonas, dann den Schmied und dann Stan Fischfresser. Dann darfst du gegen den Feldwebel antreten, den Meister von Wählen. Okay. Wäre doch gelacht, wenn ich den nicht verprügel. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Komm her, Jonas. Werdet Jonas hier ein. Der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Schossen so blöd. Ich hau dir jetzt die Schnauze ein. Denkt er ja was. Komm schon, komm Verdammt. Her. Hey. Du kleiner Penner, der hat mir irgendwas ins Gesicht geschmissen. Weg mit dir! Der Vagabund hat Jonas besiegt! Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Wählen? Wer weiß! Du musst noch den Schmied aus der Taverne am Scheideweg besiegen und dann Fischfresser aus Lindenthal. Was der tut, kannst du erraten. Gardische Leiche. Guten Tag. Guten Tag. Was willst du, Mann? Was willst du, Mann? Wo ist der Schmied, Mann? Du kannst Schmied? Versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffe ich. Natürlich schaffe ich das, du Penner. Ey, wach auf. Wach auf.
du jetzt auf? Hallo? Bist du besoffen oder was? So ein Sack, ey. Gibt's hier nicht mal irgendwas, was ich von ihm klauen kann? Ah, aber vielleicht, wenn ich das Ding benutze. Vielleicht wird er dann wach. War ein Versuch wert. Was geht mit dir? Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Was willst du? Der Götter willen, töte mich nicht. Naja, kleiner Penner, du. Kühn. Der Schmied ist am Entspannen. Der Mutant? Ich hab schon etwas. Oh, cool, noch ein Händler. Das ist bestimmt eine Runde Gwent. Viel Gwent. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Zeig mal, was du anzubieten. Zeig mal. Bitte. So. Ich will Karten spielen. Es wird eine Gwent-Folge, so wie es aussieht. Immer noch nichts Neues? Das kann es ja nicht sein, oder? Was haben wir denn hier alles? Den habe ich von dem Ding bekommen. Ah, okay. Sehen hier so meine Karten aus. Auch nicht so geil. Ah, die habe ich von dem anderen Penner da bekommen. Legen wir mal los. Ja. Sehr gut. Ich bin ein Trottel. Oh, nice so. Du hast schon verloren. Dankeschön. Das Blöde ist, du musst halt jetzt noch eine spielen, ne? Es tut mir echt leid für dich. What the fuck? Oh Mann. Du hast sowas von verloren, Alter. Ja, schön. Du hast trotzdem verloren. GG. Und jetzt? Soll ich ihn die Runde gewinnen lassen? Soll ich ihn die Runde gewinnen lassen? Ich hole ihn einfach weg.
Und jetzt? Was machst du jetzt? Ach süß. Ach süß. Obwohl er noch 3 Karten hat. Nee, nee, nee. Hier muss schon richtig zerstört werden. Weißt du was? Ich gebe dir hier sogar noch ein paar Punkte. Ja, zerstören, zerstören, zerstören. Schau mal, jetzt hole ich mir noch eine Karte zurück. Kleiner Kacklappe. Dann kommt noch die. Und die. Und die. Oh, und pass auf, was jetzt passiert. Kaboom! 69, perfekt. Du verdammter Loser hier. Gib mir lieber eine ordentliche Karte jetzt. Elfenscharmützler. Okay. Okay. Komm schon. Deine Mutter ist Gesindel. Den Dreckskerl kriegen wir dran. Guck mal, da ist ein Streuner. Wer will hier Stress? Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edricks Gedärmen nistet und Edric haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edric nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edric helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskatzenblättern für den Bauch. Seine Pusteln bedeckt er mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Verschwindet, okay. Jungs. Verschwindet, Jungs, bevor ich mein Schwert zücke. Vorbeugenden Arschtritten gehört. Mal sehen, was das für einer ist, der Edricks Freunde so aufgebracht hat. Mach mal auf den Bums hier. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau. Doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Ist das der Sprecher von Gollum? Mein Schatz. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Das ist doch der Gollum-Sprecher, oder? Schreibt's mir in die Kommentare. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach 8 seiner Vorväter über stillem Wasser bei Vollmond.
gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie. Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein. Weidler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weidler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Mein Schatz. Meine Ziege. Sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Ziege einfange. Ein Weideler ohne Ziege ist wie ein stummer Prophet. Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Jetzt echt eine Ziege suchen, oder was? Hui. Au. Penner. Gehen wir zum Weideler. Komm schon, verdammt. Blöde Ziege. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Komm schon, ich muss dich zum Weideler zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. Du dummes Viech, ey! Zur Hölle bist du hin? Bär! Bär! Lauf doch, du beknacktes Huhn! Na komm schon! Ach du Scheiße! Renn!
Ja. No damage, glaube ich. Oh. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Schneller, du blöde Ziege. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Prinzessin, lauf den beiden noch nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Mäh. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Ich habe echt eine Ziege geholt. Können wir jetzt über Anna und Tamara reden? Weißt du, wo sie sein können? Blut. Wir brauchen Blut. Ein lebendiges Wesen. Gut, bin gleich zurück. Ich hol mal schnell den Bären. Reicht das? Kaputt, kein Problem. Die Musik in dem Spiel ist echt gut. Ritter. Schon vorbei? Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Hm, das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Oder ist es Yoda? Gollum oder Yoda? Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidela ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf.
Fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Mhm. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man die Musik auch seine Story untermauert. Das ist wow. Ihre Namen wow. Rufen, echt? Ihren Kummer stillen. Hammer. Erst dann können sie in Frieden gehen. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Kann ich mit dir auch Wind spielen? Weißer Wolf, weil. Bis dann. Schade. Also ich kann langsam verstehen, warum alle das Spiel so gut finden. Also wer, vor allem diese Dialoge. Also wie geil war das jetzt gerade musikalisch auch untermalt, ey. Ein bisschen Gänsehaut bekommen. Als er so erzählt hat. Ist er wieder unter Wasser, Loot? Natürlich nicht. Als ob. Was? Wer ist ein Hurensohn? Nein, so. Hast du gerade in meine Richtung gespuckt, Penner? Seine Wache. Scheiße. So. Los, Plötze. Und wer die Tochter des Barons findet, der soll belohnt werden. Hab ich mit dir schon gequatscht? Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Zeig mal, was du anzubieten hast. Ich war doch gerade bei dir, oder? Ich will Karten spielen. Wo habe ich denn diese Elfenkarte bekommen? Wahrscheinlich hier, oder? Nö. Dann hier.
Elfenscharmütze. Ach, das sind diese mit den Mauern. Karten sind auch geil. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich mit dem gespielt habe. Machen wir noch ein Ründchen. Du, ich will hier gar nichts aus, wobei. Tausch dich aus. Und dich. Ja, super. Ne, ich will keine mehr. Gewinn du mal. Ich glaube aber, ich habe schon gegen ihn gespielt, oder? Halt die Einsache hat, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ha! Karma, Penner. Halt jetzt dein Problem, ne? GG. Was machst du jetzt? Reicht ja immer noch nicht, ne? Ich hätte an deiner Stelle auch aufgegeben. Aber einen drücke ich dir noch rein. Du Loser! Ah, der hat mir jetzt Blei gegeben statt einer Karte. Okay, dann hatte ich recht, dann habe ich schon gegen ihn gespielt. Aber gut zu wissen, dass man dann nochmal trotzdem Loot bekommt. Nach dem zweiten Sieg. Ein Blitzeinschlag? Huch, da brennt's. Ist hier irgendwas umgefallen? So nicht so aus. Was ist denn da los? Ich glaube, dem Baron geht's gar nicht gut. Ups. Ach nee, war schon richtig. Los, lauf! Laufplötze! Gib Gummi! Hui. Zur Seite, du Wicht. Alarm! 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 Der Baron hat Probleme! Alarm! Feuer!
Oswin? Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell, nur wegen den Pferden. Beeilung. Der Ninzas Bruder interessiert mich nicht. Erstmal Licht anmachen. Die Pferde. Ja, wie komme ich da rein? Das Feuer greift um sich. Abgeschlossen. Ja, aber ich komme hier nicht durch. Hallo? Aber da komme ich durch. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Hallo, hier! Ich kann hier nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komme dich holen. Wo kommt er nicht raus? Kletter doch da hoch, du Trottel! Ich hab'n Bug! Das ist ja voll die Verarsche! Er ist einfach nicht auf die Leiter gegangen. Ja, super! GG! Glückwunsch! Machen wir heute mal eine längere Folge, ne? Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen? Ich hab mir eh überlegt, die Folgen vielleicht so 1,5 bis 2 Stunden zu machen. Weil The Witcher ja doch ziemlich groß ist und es könnte schon sehr viele Parts geben und sich dann extrem ziehen, ne, mit immer einer Stunde. Aber ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Feuer! Los, Plätze! Ich glaube, der ist... Was? Es brennt. Das ist nicht so ein... Mein Bruder ist... Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Schnell jetzt! Ich habe nicht mal gecheckt, wo der Typ ist. Nicht hier oben irgendwas machen, nicht, oder? Hallo, hier! Ich kann nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen! Wo kommt er nicht raus?
du das? Gut gemacht. Ja, aber wie komme ich denn jetzt hier raus? Ah. Ich glaube, das war ein bisschen Knobbers, oder? Raus mit die Viecher! Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Du hast ja einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Hierüber verflucht! Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Zeit ist zu beenden. Was jetzt? Wir müssen reden. Er hat einen Buckler. Warum pariert? Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Erzähl mir vom Tag ihrer Flucht. Alles, woran du dich erinnerst. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen?
Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Und das fühle ich. Ich fühle mit dir. Wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich tue. Wie du auch entscheidest. Wir müssen das Leid meines Kindes beenden. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Ich muss erst noch was erledigen. Beeil dich. Und ich? Was mache ich bis dahin? Ups, ich wollte das gar nicht werden. Und? Fertig?
Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Noch etwas weiter. Mir nach. So, und den Fehlgeborenen werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Resttag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das für diese Shot. Vielen Dank für die Likes, Kommentare und fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.